Die letzten Minuten vor der Geburt. Larissa Horlacher weiß, jetzt ist nichts mehr aufzuhalten. 30 lange Stunden voller Wehen ohne Schmerzmittel liegen hinter ihr. Jetzt, genau in diesem Moment, beginnen die letzten Minuten der Qual. Die übergehen in eine Phase unendlichen Glücks. Katharina India ist da. Die Mutter hat jede Minute der Geburt tief verinnerlicht. Und ihr Mann hält die innigen Momente fest, für alle Zeit. Dann war der Kopf geboren und dann weiß ich noch, wie der Giulio gesagt hat, oh, schau mal, Papa, da ist der Kopf. Und das war so ein unglaublicher Glücksmoment, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Als sie dann geboren war und der Olli sie mir in den Arm gegeben hat, das war einfach der schönste Moment, den ich mir hätte vorstellen können. Wenn ich Katharinas Bilder anschaue, so direkt nach der Geburt, dann kann ich sofort dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl abrufen. Also das ist, ich spüre auch sofort wieder diese starke Verbundenheit, ihr sanfter Start ins Leben und dass wir als Familie gemeinsam das erlebt haben, ist schon sehr, sehr schön. Warum diese Geburt in Thailand, weit ab von jeder Klinik? Das hat für Familie Horlacher eine Vorgeschichte, die mit der schwierigen Geburt von Sohn Giulio zu tun hat. Wenn ich das Bild von meinem Sohn ansehe, noch im Kreissaal, direkt nach der Geburt, dann sehe ich darin alles, was er so in der Schwangerschaft und während des Geburtsverlaufs erlebt hat. Larissa erleidet damals einen Geburtsstillstand. Ihr Giulio wird noch während der Geburt am Kopf behandelt. Die Mutter glaubt, dass dieser Stress nicht gut war für ihr Kind. Giulio hat seelisch und körperlich schon sehr gelitten. Und das war der größte Antrieb für mich zu sagen, ich wünsche mir, dass meine kommenden Kinder einen schöneren Start ins Leben haben können. Wegen der Komplikationen bei Giulios Geburt fassen die Eltern den Plan, Töchterchen Katharina im Meer zur Welt zu bringen. Nicht leichtfertig, sondern gut überlegt von der ganzen Familie. Also erstens mal ist Lara ja auch Hebamme und kennt natürlich ihren Körper als Frau, wie viele andere Frauen natürlich auch, klar. Aber auch dann eben, dass wir die ganze Schwangerschaft einfach so entspannt verbringen konnten. Also das hat sich einfach alles sehr vertraut und sehr sicher angefühlt. Vertraut und sicher, aber dennoch voller Risiko. Das weiß auch Larissa, die ausgebildete Hebamme. Ich habe ja sehr viel gesehen, was auch schiefgehen kann. Und das hat mich natürlich sehr beeinflusst. Also ich glaube manchmal, dass es mir eigentlich schwerer gefallen ist, weil ich Hebamme bin, weil ich einfach weiß, was alles passieren könnte. Doch das Glück der Geburt scheint alle vor sich zu überstrahlen. Einen Tag nach der Geburt nabelt Vater Oliver Klein Katharina ab. Auf der Matratze des Hotelbettes mit einer ganz normalen Schere. Alles ohne Desinfektion. Für viele Ärzte in deutschen Kliniken unvorstellbar. Bei all dem Wunsch, den ja auch die Eltern für ihre Kinder als maximale Sicherheit haben, ist das für mich ein Schritt zurück. Das ist eine Geburt ohne Sicherheitsnetz und die finde ich waghalsig. Wahrscheinlich ist es genau dieser Sicherheitsaspekt, warum sich fast 98% aller Frauen in Deutschland für die Entbindung in einer Klinik entscheiden. Für Dr. Andrea Schmidt und ihre Kolleginnen in der Frauenklinik Mülheim steht die Gesundheit von Mutter und Kind an erster Stelle. Anja Walter ist in diesem Krankenhaus leitende Hebamme. Im Kreissaal muss sie ständig die Übersicht behalten und die Geburtsphase jeder werdenden Mutter genau kennen. Im Moment sind zwei Frauen geplant, die, wir unter die Geburt bekommen möchten, mit Wehenmittel. Also das heißt, wir leiten die Geburt ein und haben da Geduld, haben einen Plan dazu und werden dann abwarten, was die Wehenmittel tun. Federica hat die Geburt gerade 20 Stunden hinter sich. So friedlich, wie die kleine Isa Maria jetzt bei ihrer Mutter liegt, so ruhig ist sie die vergangene Nacht nicht gewesen. Deswegen führt die erste Visite des Tages die Chefhebamme in dieses Zimmer. Wie sind denn die ersten 24 Stunden verlaufen?
Am Anfang recht ruhig, aber die Nacht war dann doch etwas unruhiger. Gefühlt hat nichts funktioniert. Sie war nicht zufrieden. Genau, und hat geschrien und geweint, dass selbst die Zimmernachbarin heute Morgen beim Frühstück gesagt hat, wir haben auch was davon gehabt. Ja. Aber das ist so eine typische Situation. So 24 Stunden nach der Geburt in diesem Bereich werden die Kinder sehr, sehr unruhig. Manchmal eben auch noch 2-3 Tage länger. Vor allem finden es viele junge Mütter hilfreich, dass ihnen die Schwestern in den ersten 2 Tagen auch einmal die Neugeborenen abnehmen, damit sich die Frauen nach dem Stress der Geburt wieder erholen können. Und die ersten Vorsorgeuntersuchungen der Babys werden auf der Geburtenstation auch gleich von Fachärzten durchgeführt. Das ist für uns halt ganz wichtig und auch super angenehm, dass auch hier immer sofort jemand greifbar ist. Auch dass wir jetzt gesagt haben, wir bleiben vielleicht, auch wenn es das zweite Kind ist, einen Tag länger, weil immer jemand hier ist, der unsere Fragen auch sofort beantworten kann oder auch, wenn ich vielleicht doch noch mal Schmerzen habe, dass mir sofort auch weitergeholfen werden kann. Das wäre zu Hause so nicht immer möglich. Ne? Die leitende Hebamme und ihre Kollegin bereiten die nächste Geburt vor. Die Kreissäle von heute sind mit den Geburtsräumen von vor 10 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Viele Hilfsmittel, die Geburt für die Frauen erleichtern, stehen bereit. Das ist ein Seil, an dem sich die Frauen festhalten können. Unter der Wehentätigkeit oder einfach auch nur, um sich im Bett so ein bisschen besser zu positionieren. Frauen brauchen meistens unter der Wehentätigkeit etwas oder jemanden, an dem sie sich festhalten können. Nahezu jede Geburtsform ist hier möglich. Zwar nicht im Meer, aber auch hier können Kinder im Wasser zur Welt kommen. In dieser Spezialgeburtswanne. In den Mülheimer Kreissälen ist kaum noch Medizintechnik zu sehen. Weil gerade die den Schwangeren Angst gemacht hat, haben Ärzte und Schwestern ihre Geräte in Schränken verborgen. Es gibt Frauen, die stellen sich vor, sie möchten in der Gebärbadewanne entbinden und stellen, während sie im Wasser sitzen, fest, das ist irgendwann nicht mehr die richtige Position für mich. Es gibt andere Frauen, die sagen, ich möchte nur liegen. Und sie stehen einmal auf und bewegen sich und sagen dann, ich bleibe stehen. Oder ich möchte mich auf den Boden, auf eine Matte knien oder ich möchte hocken. Das ist auch von Geburtsphase zu Geburtsphase unterschiedlich, anders. Keine Frau kann sich vorher festlegen, wie sie entbinden möchte. Einen Kreissaal weiter wartet auf die Hebammen die nächste Geburt. 10 Tage ist die Entbindung der jungen Frau schon überfällig. Alle hier sorgen sich um das Wohl von Mutter und Kind. Wie geht es Ihnen? Ganz gut? Ja, gut. Sind die weh? Immer noch da? Schmerzen? Bisschen. Aber sie merken das. Das ist gut. Gerade hier hilft die moderne Medizintechnik. Sie zeigt zu jeder Zeit die Herztöne des Kindes und die Heftigkeit der Wehen an. Ein wichtiges Entscheidungsmittel für die Ärzte, damit die wissen, wann im Notfall die Geburt eingeleitet werden muss. Also Ihrem Baby geht es gut, da ist alles in Ordnung. Gemeinsam mit der Mutter besprechen die Hebammen das weitere Vorgehen. Sie empfehlen, jetzt nicht weiter zu warten. Es wäre gut, die Geburt jetzt einzuleiten, damit zu beginnen. Was nicht heißt, dass das Kind unbedingt dann heute geboren wird, sondern wir versuchen so sanft wie möglich, wenn man davon sprechen kann, einzuleiten mit einem Medikament. Als wir in Mülheim die Chefärztin der Frauenklinik noch einmal treffen, hat sie die Alleingeburt von Larissa Horlacher im Golf von Thailand immer noch nicht vergessen. Und sie findet ganz persönliche Worte. Wenn ich eine Patientin hätte, die ich betreuen würde, die mir davon erzählen würde, wäre ich persönlich in großer Sorge. Und ich würde auch versuchen, die Patientin davon zu überzeugen, einen anderen Weg zu wählen. Weil es gibt zwischen der Alleingeburt, ich sag mal irgendwo alleine im Wald, und einer Entbindung in einer Klinik der Maximalversorgung, gibt es auch Zwischenstufen. Und da gibt es vielleicht auch einen guten Weg, den man dann auch gehen kann. Einen solchen Mittelweg hatten Lilian und Janis Scherzinger aus Berchtesgaden gesucht, nachdem die Geburt des ersten Kindes für Lilian eine Tortur war. Da habe ich mich auf die Schmerzen eingelassen und ich wusste aber auch direkt nach der Geburt, ich wusste, das geht anders. Sie beschließt, mein zweites Kind will ich zu Hause bekommen, ohne Klinikstress und in der Hoffnung auf weniger Schmerzen. Die Geburt hält Ehemann Janis in einem Video fest. Zur Welt kommen soll das Kind in diesem speziellen Geburtspool. Der ist höher und stabiler als ein Planschbecken und hält das Wasser länger warm. Anstelle von Medikamenten, die Wehen anregen, macht Lilian Spaziergänge. Beim Mittagessen spürt sie dann, jetzt wird es ernst. Wehe. Wehe.
Wie? Die werden jetzt aber schon ordentliche. Die Wehen-App zeigt an, bald geht es los. Papa Jannis trifft letzte Vorbereitungen. Wasser läuft ein, Hebamme wird angerufen. Kurz nach Sonnenuntergang. Die Abstände zwischen den Wehen werden immer kürzer. Die Hebamme ist bei Lilian und misst nur einmal kurz die Herztöne. Lilian macht, was ihr den ganzen Tag über gelungen ist, einfach entspannt sein. Für mich war ganz klar, dass Entspannung das A und O ist und dass der Körper eigentlich alles alleine macht, wenn man ihn lässt. Oder und auch. Eben kein, solange kein Stress und keine Angst da ist, dann darf das passieren. Die Geburtsphase beginnt. Lilian kniet jetzt im Pool. Das warme Wasser lässt die Schmerzen der Wehen erträglich erscheinen. Angst hat sie überhaupt nicht mehr. Also bis 3 Tage vor Geburt hatte ich keinen Ultraschall gemacht bei Romy. Nur da war tatsächlich, ich habe gespürt, da ist noch ein bisschen Angst in mir. Und zwar, dass ich verbluten könnte, wenn eben die Plazenta vor dem Geburtskanal ist. Also quasi, dass das Kind dann nicht raus kann. Das ist tatsächlich dann eine Gefahr, wo man eben schnell verbluten kann, wo eventuell ein Krankenwagen auch zu spät kommen kann. Gelöst von dieser letzten Angst kann sich Lilian voll und ganz ihrer Geburt hingeben. Die eigenen 4 Wände vermitteln ihr eine tiefe Geborgenheit. Die Hebamme ist bei ihr, die Familie auch. Sie hat keine Angst, dass etwas schief gehen könnte. Ich bin happy. Und dann geht es los. Lilian bringt ihr Kind im Knien zur Welt. Ein letzter Schmerz. Es ist da. Machst du es raus, Nina? Es ist da. Super. Also es ging auch wirklich ganz schnell innerhalb von 2 Wehen. Ich habe sie einfach erstmal an mich genommen. Das war einfach so schön. Und ich glaube, 1-2 Minuten später habe ich dann erstmal geguckt. Ja, es ist ein Mädchen. Dieser Moment, wo die Hebamme dann ruft, also es ist da, ich höre den Satz so oft immer noch, also es ist so schön, ja, es ist echt so schön. Es ist da. Du bist da. Auch wer sich für eine Klinik entscheidet, das ist alles gut, wir wollen das überhaupt nicht verurteilen. Nur für uns war das eben der beste und entspannteste Weg und wir hatten eben viele fragen, ja, hattet ihr gar keine Angst? Und so. Nein, eben, gar nicht. Ja, und eben, es ist eher so, dass mir läuft eher der Schauer runter, wenn ich mir vorstelle, in dieser Klinikatmosphäre, da in diesem Krankenhaus zu sein. Auch für Larissa Horlacher ist eine Klinikgeburt keine Option gewesen. Die Geburt ihrer Katharina im Golf von Thailand, sie nennt das ihr größtes Glück. Inzwischen teilt die Familie ihre Erfahrungen in einem Blog im Internet. Viele Frauen finden Larissas Weg bewundernswert. Ärzte nennen es leichtfertig und sogar gefährlich. Ich würde niemals Frauen empfehlen, alleine ihr Baby zu bekommen. Es kommt immer darauf an, wie ist die Frau innerlich aufgestellt, wie geht es ihr gerade, in was für einer körperlichen Verfassung ist sie gestresst, hat sie Unterstützung in ihrem Umfeld. Also, Geburten sind zutiefst individuell. Geburten außerhalb von Kliniken entwickeln sich inzwischen zum Trend, obwohl sich weniger als 2% der Frauen dafür entscheiden. Mit gutem Grund, sagt die Chefärztin der Frauenklinik. Das Thema Alleingeburten, ich sehe es natürlich kritisch. Ich muss das kritisch sehen, weil ich natürlich auch eine Frauenklinik vertrete und natürlich der Sicherheitsaspekt für mich sehr wichtig ist. Die Geburt. Der intimste Moment im Leben einer Frau. Mit großer Verantwortung für sich und das Leben ihres Kindes. Übrigens, Dr. Andrea Schmidt, die Chefärztin, die wir gerade gesehen haben, hat uns noch eine andere Zahl genannt. Jedes Jahr kommt es allein in ihrer Klinik bei etwa 40 Neugeborenen zu unerwarteten schweren Komplikationen. Ohne den Einsatz moderner Intensivmedizin hätten die allermeisten von ihnen keine Chance zu überleben. Und das war das Akte-Spezial für heute. Hier in Sat.1 geht es jetzt weiter mit der Focus-TV-Reportage. Und wenn man diese Bilder da hinter mir sieht,
dann lohnt es sich ganz bestimmt, dran zu bleiben.